Ja, Freunde, Myrolox hier. Wir sind wieder hier mit einem neuen One Piece Video und im heutigen Video geht es mal um Charaktere, die man jetzt seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hat, vorzugsweise in diesen Jahren nicht mehr gesehen hat und die höchstwahrscheinlich oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 2021 ihr Comeback feiern, also in irgendeiner Weise wieder in Aktion treten. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern mit dem guten Kage. Yo. Und wir haben uns Charaktere rausgeschrieben, die der andere nicht kennt. Ich finde, das ist eigentlich immer ganz interessant oder so kann man halt besser diskutieren, weil die eine Person sich halt auf einen Charakter mit einem bestimmten Indiz, mit einer bestimmten Theorie vielleicht gestützt hat, während der andere ja dann erst in dem Moment überlegt. Deswegen das ein ganz guter Einstieg dafür. Und ich würde sagen, möchtest du den ersten Charakter nehmen? Okay, der erste Charakter, den ich mir aufgeschrieben habe, ist ein Charakter, der lebt aber nicht mehr, aber der wird höchstwahrscheinlich dennoch jetzt in den nächsten, vielleicht sogar ein paar Kapiteln, ein Comeback feiern. Das wird wahrscheinlich Ace sein, ja, mit dem Flashback zu Kaido, beziehungsweise mit seiner Intention, damals Kaido zu besiegen. Das haben wir in dem Kapitel 998 jetzt gehabt. Und so ein Ace-Flashback, der nochmal parallel begleitend zum Wano Kuni-Flashback nochmal hier einhergeht, wäre doch mal ganz nice. Und da könnte man vielleicht nochmal so einiges erfahren über Ace, Beziehung zu Kaido, zu Yamato und generell diese ganze Geschichte drumherum. Ich persönlich muss sagen, ich fände das eine ganz coole Abwechslung, weil Ace natürlich auch ein Charakter ist, der immer noch wichtig ist. Ja, wir haben es damals schon gehört, vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Also es war schon ganz früher klar, dass er auf Wano Kuni natürlich war und dass er da auch eine große Rolle gespielt hat. Und diese Rolle, die wird natürlich jetzt höchstwahrscheinlich oder hoffe ich zumindest gepult. Und auch wenn er tot ist, ein Comeback ist ja definitiv möglich. Ach cool, dass du direkt so voll die ultra-diepe Schiene rausholst. Ich habe gar kein, also bei mir leben alle Charaktere noch, aber Ace ist ein sehr guter Punkt. Man muss auch sagen, bei Ace, was ich interessant finde, ist, dass man irgendwie nach seinem Tod viel mehr Fragen zu ihm selbst hat, als so gefühlt, wo er noch am Leben war. Weil sich jetzt halt durch Wano Kuni erst so nach und nach die ganze Thematik ergeben hat. Es gibt halt noch so viele offene Dinge quasi um Ace herum, die für ihn interessant sind. Warum er halt nicht auf Wano Kuni wiedergekommen ist, wie generell sein damaliges Vorgehen auf Wano Kuni war. Und es ist eigentlich echt interessant, was mit diesem Charakter passiert ist. Und man muss ja auch einfach sagen, die Leute wollen halt auch Ace sehen, weißt du? Also das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Punkt dafür. Und es ist halt auch einfach, also es ist Ruffys Bruder, es ist der Sohn vom König der Piraten. Man hat da so viel Spielraum und deswegen nutzt Oda ihn ja auch immer wieder. Ich meine, selbst im One Piece Film hat er Ace irgendwie in gewisser Weise nochmal kurz eingebaut, weil halt diese Bindung zu Ace immer so, so stark ist. Lustigerweise, ich mach mal meinen Charakter direkt als nächstes, wenn das okay ist. Ja, ich hatte noch kurz eine Sache. Okay, so, ja. Was ich noch spannend fand oder finde, wäre dann vielleicht auch so herauszufinden, also es schweift vielleicht ein bisschen ab, aber warum wollte Kaido zu Marineford oder wie ist er da dorthin gekommen? Das hat ja auch alles mit Ace so ein bisschen zu tun. Er wollte dorthin, vielleicht sehen wir dann auch, wie Shanks ihn aufgehalten hat und so weiter. Das sind so diese ganzen Fragen, die dann vielleicht beantwortet werden könnten dadurch. Mhm. Ja, aber das war jetzt noch so. Das stimmt, klar, das ist auf jeden Fall. Jetzt hast du natürlich meine schöne Überleitung destroyed, aber jetzt macht das gar keinen Sinn mehr, diese Überleitung zu nehmen, aber ich habe quasi das Gegenteil von Ace und zwar auf die Kraft bezogen, denn ich habe Kusan aufgeschrieben. Warum Kusan? Ehemaliger Admiral der Marine, sollte jedem bekannt sein, der sich in gewisser Weise mit Blackbeard abgibt. Wie die genauen Zusammenhänge sind, das wissen wir nicht. Wir wissen allerdings, dass sein letzter Auftritt an sich, außer jetzt natürlich von den Erzählungen, die man manchmal durch die Fünf Weisen oder so hatte, aber an sich nur im Punk Hazard war, wo er Smoker gerettet hat. Aber wenn man davon ausgeht, dass 2021 Wano Kuni Richtung Ende geht und eigentlich auch der nächste Arc eingeleitet werden sollte, dürfte es in die nächste große Baustelle gehen und die nächste größte Baustelle nach Big Mom und Kaido dürfte wohl Richtung Blackbeard gehen. Und wenn es Richtung Blackbeard geht, dann kommt man indirekt um Kusan nicht herum und ich könnte mir schon vorstellen, dass man dann so 2021 auch sein Comeback wieder hat, was ich sehr interessant finde, weil ich glaube, bei dem Charakter ist es so mit am interessantesten zu erfahren, warum er so handelt, wie er handelt oder warum er sich überhaupt mit den Blackbeard-Piraten abgibt. Definitiv, also Kusan ist auch in der Liste mein zweiter Platz. Weil auch diese mögliche Verbindung einerseits zu der Sword-Einheit und natürlich auch zur Revolutionsarmee gegeben ist, weil wenn Wano Kuni vorbei ist, wie du ja sagtest, geht es ja halt wirklich Richtung Ende und das Ende Richtung Blackbeard und dann vermutlich auch der finale Krieg, der so ineinander laufen wird, ja, wo es dann halt darum geht, Piratenkönig zu werden und so weiter. Kusan hat die Verbindung mit Blackbeard, das wissen wir und das wird definitiv hier eine sehr große Rolle spielen und Kusan wird definitiv auch hier einen sehr großen Platz einnehmen, der dann natürlich auch vom Charakterlichen her nochmal richtig gut beleuchtet wird, ja,
wo die Gründe nochmal erörtert werden und so weiter, warum er das tut, was er gerade tut und wieso, weshalb, warum die Marine jetzt gänzlich verlassen hat, denn Kusan sagt ja selber, dass man die Dinge dann ein bisschen anders sieht und ich finde diese Sichtweise sehr interessant und diese Sichtweise wird Oda dann höchstwahrscheinlich sehr genau uns dann mitteilen und darauf freue ich mich natürlich auch. Für mich auch generell einer der interessantesten Charaktere. Ich weiß auch noch, so damals, wo sich so diese Abspaltung von der Marine für ihn ergeben hat, da haben sich auch so viele Theorien immer um ihn gerankt mit Revus und was er nicht alles so für Möglichkeiten hat, wen er sich anschließt und gegen wen er kämpfen könnte und wie sein Comeback ist und was seine Pläne sind und so weiter und so fort. Und ich finde halt diese Thematik, dass er einfach zu Blackbeard geht, so ist... Ich fand, das hat man auch damals überhaupt nicht kommen sehen, weil Blackbeard war eigentlich gar keine richtige Option für den Charakter Kusan von seiner Art her, finde ich. Deswegen, das fand ich halt super, super interessant. Und da freue ich mich echt drauf. Ich finde, das ist mit eines der interessantesten Dinge, die man für einen Comeback-Charakter sich vorhalten kann, denn ich weiß nicht, Kusan hat halt auch einen richtigen Impact, weißt du? Der weiß so viel über die Marine und über die Weltregierung, ist an sich als Charakter auch unglaublich stark. Deswegen, das auf jeden Fall mega, mega geil. Da muss ich aber auch sagen, bei es wäre ja eigentlich auch ziemlich schade, wenn man den einfach wegschmeißen würde. Er tritt aus der Marine raus und macht da nichts mehr. Ne? Das wäre ja ziemlich schade um den Charakter. Deswegen ist gerade der Weg, den Oda da geht, dass er da irgendwas mit Blackbeard zu tun hat. Und wir alle wissen, Kusan ist kein Bad Guy oder so. Der ist jemand, der arbeitet oder tut schon etwas für das Gute. Und das macht das Ganze natürlich so spannend, gerade weil wir das natürlich wissen. Ne? Die anderen, also die Leute, die in One Piece leben, die wissen das nicht unbedingt, aber wir als Leser, wir erwarten und wissen das natürlich. Und das macht das Ganze natürlich noch interessanter. Auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Ja, das Ding ist, ja okay, nee, du bist ja erstmal dran. Mach du erstmal deinen nächsten Charakter. Dann kommen wir zu meinem nächsten Charakter und ich denke, den hast du wahrscheinlich auch, ja. Reden wir von Crocodile. Der gerade in der neuen Welt rumlungert, ja, und definitiv da irgendwas fort. Wir wissen ja, das Ziel von Crocodile war die antike Waffe Pluton und es ist natürlich nicht unbekannt, ob er dieses Ziel immer noch verfolgt oder nicht. Wir hatten damals dieses potenzielle Verbündnis zwischen Doflamingo, weil Doflamingo wollte ja auch was mit den antiken Waffen oder mit der Waffe oder mit dem Schatz von Mary Joel. Die wollten da irgendwas zu tun haben, beziehungsweise da was machen. Und ich denke, Crocodile direkt mit der Überleitung zu Doflamingo, weil das ist so auch mit wahrscheinlich, dass die beiden vielleicht sogar irgendwas zusammen machen werden. Also Crocodile wird in der neuen Welt, denke ich mal, und gerade Richtung Ende One Piece wird er auch nochmal eine ganz große Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie man den jetzt einschätzen soll, ob er pro Ruffy ist oder contra Ruffy. Ich hätte ihn gerne auf der Pro-Seite, also ich hätte ihn gerne in der Allianz früher oder später, wenn es gegen die Weltregierung geht, weil ich finde, Crocodile ist halt so dieser typische Antagonist, der sich zu einem guten Charakter entwickelt hat, so dieser typische Vegeta mehr oder weniger, wo ich sagen muss, fände ich nice, also ich finde Crocodile als Charakter auch sehr interessant, die Teufelskraft von ihm ist cool, er ist ein sehr cooler Charakter, hat Ruffy auch schon ein paar Mal den Arsch gerettet und ich feiere so, ich finde sowas ganz cool, dass halt der Antagonist hier halt auch für den Protagonisten, der ja stellvertretend dafür steht, dass er halt diese Leute an sich bindet oder sowas, ja, dass er die Leute halt quasi anzieht, das ist ja so dieses große Theme von Ruffy, dass das hier wieder nochmal stattfinden wird. Gerade bei Crocodile finde ich, und auch mit dem Wissen, was er hat, ja, gerade auch gegen die Weltregierung, ja, mit der Abschaffung der Samurai und so weiter, dass der Crocodile natürlich auch ein sehr großes Interesse daran hat, sich auch nochmal zu rächen, weil sein Plan natürlich nicht aufging. Aber immer mit so einem faden Beigeschmack, wo er eigentlich pro Ruffy ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich Ruffy in den Weg stellen wird. Ja, also ich muss sagen, ich habe Crocodile auch aufgeschrieben, allerdings quasi ganz zum Schluss, weil für mich ist sein Comeback granted, also für mich ist garantiert, dass Crocodile in irgendeiner Weise wieder in Erscheinung tritt. Allein aus dem Fakt heraus, er war halt auf der Grand Line, hat da, ich sag mal, gechillt, mehr oder weniger. Und er hat ja dann die Frage gestellt, ob man nicht in die neue Welt gehen möchte. Und das war so mäßig so diese Aussage so, ja, möchten wir nochmal Teil der Story werden oder möchten wir es nicht? Und Mr. One hat ja dann gesagt, ja, machen wir. Deswegen aus der Perspektive auf jeden Fall garantiert, dass er wiederkommt. Ich habe es aber an den Schluss gesetzt, weil für mich ist es ein Charakter, wo man nicht genau einschätzen kann. Also es kann auch gut sein, dass der 2022, 2023 irgendwie in Erscheinung tritt, weil es halt nicht so ein akuter Zusammenhang ist. Also bei Kusan oder auch bei Ace, also bei Ace sowieso jetzt, aber bei Kusan kann man auf jeden Fall argumentieren, dass es irgendwie 2021 ins Rollen kommt. Bei Crocodile ist es möglicherweise noch in weiter Ferne. Wie du gerade schon sagst, ich würde es mir auch wünschen, dass er in die Pro-Richtung für die Strohhüte geht.
ich finde diese Kontra, also dieses erneute Kontra würde nicht gut funktionieren. Ich glaube aber, dieses Pro wird dann weiterhin so gehandhabt, wie man es auch zuvor hatte. Das heißt, Crocodile ist an sich kein guter Charakter oder er ist kein lieber Charakter, der jetzt alles für die Strohhüte tut, aber diese Interessensgemeinschaft funktioniert dann ganz gut. Also in Impel Down, man bricht gemeinsam aus oder halt auch auf Marineford, und dass er dann halt diese Momente hat, die ja so ein bisschen auf seine Art sind. Also als Beispiel, auf dem Marineford hat er ja Ace vor der Hinrichtung gerettet und hat dann so gesagt, das habe ich jetzt nicht aus Liebe zu Ace oder so getan, sondern nur, weil ich der Weltregierung so einen Strich durch die Rechnung machen möchte, weißt du? Und dass er dann so quasi den Strohhüten hilft, obwohl er ihn, obwohl es halt mehr in seinem eigenen Interesse ist. Also ich finde, Crocodile ist ein sehr, sehr cooler Charakter, den man definitiv nicht vergeuden will. Weil für mich ist diese Metapher einfach so, so klar, dass halt Oda die zwei Charaktere dahin packt und dann der eine sagt, okay, lass uns in die neue Welt gehen, wo dann ja das Geschehen spielt nach Marineford, was ja dann der nächste große Schritt war. Und das war für mich so eine klare Aussage von wegen so, okay, lass uns nochmal Teil der Story werden in irgendeiner Weise, weil sie hatten ja auch da ein entspanntes Leben haben können. Deswegen Sir Crocodile auf jeden Fall für mich auch ein guter, guter Punkt. Ich mach mal den nächsten, ne? Mhm. Oder hast du jetzt noch was dazu? Nee, weißt du. Okay, der nächste Charakter. Also, ich habe jetzt zwei Charaktere auf einer Stufe stehen. Der eine ist sehr wahrscheinlich und ist für mich fast garantiert. Der andere ist sehr unwahrscheinlich und für mich eher ein Wunschcharakter. Ich mach erstmal den Wahrscheinlichen. Ja. Und zwar Smoker. Ah, okay. Smoker ist für mich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich als 2021er Comeback. Wir haben ihn schon überraschend lange nicht gesehen für One Piece Verhältnisse, in denen er eigentlich in den Arcs, seit er aufgetreten ist, immer wieder vorkam. Also in jedem Arc hat man irgendwie eine Smoker-Szenerie gehabt, in der er relevant war, wenn auch manchmal nur kurz. Aber gerade jetzt im Wano Kuni Arc, wo Vegapunk gefordert wurde, wo auch ein Vegapunk-Auftreten so wahrscheinlich ist wie noch nie zuvor, hat man halt einen Charakter, der einen direkten Zusammenhang zu Vegapunk hatte. Es war so nach Punkazza die nächste größere Aktion, die quasi für Smoker anstand. Und ich glaube, Smoker hat sich inzwischen aus der Marine-Perspektive mit als einer der wichtigsten Charaktere oder zumindest einer der Charaktere, der die meiste Screentime hat, entwickelt. Und ich könnte mir deswegen schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass Smoker auf jeden Fall da sein Comeback haben wird, weil es ist schon fast ungewöhnlich, wie lange er weg ist, und ich glaube, 2021 wird man ihn auf jeden Fall wieder in Erscheinung sehen. Ja, ich muss auch sagen, gerade wenn man die Möglichkeiten betrachtet, sieht, dass generell die Marine auf Wano Kuni auftauchen wird, da wird Smoker, glaube ich, der Letzte sein, der sich diese Chance entgehen lässt, ist natürlich klar. Natürlich auch die Verbindung mit Vegapunk. Vegapunk wird seit Jahren aufgebaut und dieser Charakter, der wird jetzt heute oder morgen, der wird gepullt, der wird endlich vorgestellt, der wird seinen Weg in die Story kriegen. Gerade jetzt natürlich auch mit dem Ersatz der Shichibukai. Das muss vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Wano Kuni sein, aber wir werden den definitiv nochmal irgendwie sehen. Und wenn halt die Marine auf Wano Kuni auftauchen wird, dann wird Smoker da definitiv, denke ich, da bin ich mir auch ziemlich sicher, der wird dann auch dabei sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der so einen Kampf gegen einen Kaiser, dass er dem Ganzen, keine Ahnung, mit dem Rücken, dass er da irgendwie das ignoriert. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der muss da auf jeden Fall auftauchen. Der begleitet Ruffy auch schon sehr lange auf seiner Reise. Klar, Smoker wird jetzt keiner sein, der da einen großen Impact haben wird oder sowas. Klar, er könnte Entscheidungen treffen, die im Umkehrschluss einen großen Impact irgendwo haben kann, aber Smoker, der gehört irgendwie dazu, der gehört irgendwie immer dazu. Und Smoker ist halt irgendwie auch so dieses inoffizielle Bindeglied zu Ruffy, weil er hat schon mit Ruffy zusammengearbeitet. Er weiß, dass Ruffy ein anderer Pirat ist als halt dieser Otto Normalpirat. Er weiß, dass es anders geht, und Smoker weiß natürlich auch, dass die Weltregierung ziemlich viel Dreck am Stecken hat. Deswegen ist Smoker so ein ganz gutes Bindeglied zu Ruffy, was jetzt die Marine oder Weltregierung angeht. Und da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Also Smoker, der wird safe auftauchen. Ja, hast du den aufgeschrieben oder hast du den nicht aufgeschrieben? Nee, aber ich hätte gedacht, du nimmst jetzt einen anderen, den ich aufgeschrieben habe. Soll ich weitermachen? Ja, mach mal. Und ich beginne dann mal mit einem Charakter, Katakuri. Ja, Katakuri ist ein Charakter, den wünsche ich mir sehr, sehr, sehr dolle. Und die Wahrscheinlichkeit, die ist gegeben, die Möglichkeit, sagen wir mal, die ist definitiv gegeben. Auf der einen Seite ist natürlich die Möglichkeit, dass Blackbeard natürlich jetzt auf Whole Cake Island einfällt. Ja, das ist eine sehr weit verbreitete Theorie. Aber genau deswegen bin ich mir ziemlich sicher, wird das nicht passieren, weil Oda macht es immer so, populäre Theorien, die werden nicht wahr. Also es war eigentlich
bisher in der Vergangenheit immer so, es sei denn, es sind so aus der japanischen Geschichte Dinge abgeleitet worden, ja, aber plottechnische Dinge, die hat Oda eigentlich nie so durchgesetzt, wenn die so populär waren, und das ist so eine Möglichkeit mit Katakuri, gerade weil es die Spiegelwelt gibt und Brûlé, weil Katakuri könnte zu jeder Zeit dort auftauchen. Katakuri könnte, wenn er möchte, einfach zum Beispiel bei den Big Mom auf dem Schiff, da könnte ein Spiegel sein, der könnte einfach da am Start sein, und ich denke, wenn Big Mom hier auf Wano Kuni auch fällt, dann muss Katakuri natürlich auch gezwungenermaßen hier mit teilnehmen, weil es geht natürlich auch um die Crew, in der er halt Kommandant ist, der höchste Kommandant ist, und wenn der fehlt, der ist es dasselbe, als würde die Strohbande einen krassen Kampf haben und Zorro würde fehlen. Ja, das ergibt keinen Sinn, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Katakuri herbeordern würden und dass Katakuri dann hier definitiv auftauchen wird, wenn es natürlich darum geht, dass Big Mom hier in diesem Arc neben Kaido auch fallen wird. Das ist so diese kleine Voraussetzung, aber ich denke, Katakuri, mit dem können wir definitiv rechnen. Also es ist sehr wahrscheinlich. Also aus der Perspektive auf jeden Fall, weil man muss auch sagen, diese Spiegelwelt ist halt so eine, ist eigentlich mit das Heftigste, was Big Mom in ihrem Repertoire hat, als ihre Stärke, die man irgendwie so ein bisschen mit klassifizieren kann, wenn man jetzt Brûlé mit reinnimmt. Weil man ist halt total flexibel, so. Es ist halt irgendwie ein komischer Gedanke. Also ich habe Katakuri nicht mit aufgeschrieben, weil ich gar nicht dran gedacht habe, muss ich gestehen, aber jetzt natürlich mehr als obvious. Man ist halt super, super flexibel. Das heißt, wenn die Kacke auf Wano Kuni am Dampfen ist, dann sagt man einfach, hey, passt auf, wir brauchen Hilfe. Und über die Spiegel lässt sich ja relativ leicht kommunizieren, oder über die Spiegelwelt. Und holt dann quasi den Stärksten, den Big Mom aufzubieten hat, mit dazu, der natürlich den Unterschied machen kann. Man darf nicht vergessen, Katakuri hat zwar gegen Ruffy verloren, aber da haben auch so viele Faktoren mit reingespielt in diesen Kampf, dass Katakuri wohl sich auf jeden Fall einen der Stärksten aus der Strohflotte bzw. von den Samurai rausnehmen kann und den alleine bekämpfen kann. Und ich sag mal so, theoretisch braucht ja Big Mom nur einen auf Whole Cake Island, der dann wiederum Alarm schlägt, wenn Whole Cake Island angegriffen wird, weißt du? Und dann kann man ja auch über die Spiegelwelt wieder abdampfen. Also man ist da halt so flexibel in der Gestaltung, dass ich sagen würde, Katakuri ist sehr, sehr wahrscheinlich. Finde ich einen richtig guten Punkt. Also ich meine aber auch, gegen Kaido könnte das eine sehr gute Sache auch sein. Also er könnte auch gegen Kaido diesen entscheidenden Unterschied machen. Auch die Interaktion mit Ruffy finde ich super, super cool, wenn die sich dann wiedersehen. Ja, und ich muss sagen, Katakuri ist halt der Charakter schlechthin, der halt dieses Paradebeispiel dafür bietet, dass er einer ist, der zwar ein Gegner von Ruffy ist, offiziell, aber der ihn respektiert. Der ihn natürlich respektiert in dem, was er tut, in dem, was erlebt oder vorgibt zu sein, und Ruffy hat sich natürlich diesen Respekt hart erarbeitet, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Katakuri natürlich eher pro Ruffy ist als pro Kaido, und ich denke, selbst wenn Big Mom ihm den Befehl gibt oder sowas, Katakuri würde da ein bisschen mogeln, aber ich denke, die Spiegelwelt im Allgemeinen, im Großen und Ganzen, könnte hier natürlich nochmal auch im Generellen eine sehr große Rolle spielen, einfach weil das Ding zu overpowered ist. Also es wäre schade, wenn man es nicht benutzen würde. Also man könnte da echt coole Dinge mitmachen, deswegen finde ich es eigentlich ganz, also ich finde es relativ wahrscheinlich, dass der hier noch auftauchen wird. Ja, mega cool. Also man muss auch sagen, Katakuri könnte wirklich so oder ich finde, dadurch, dass Katakuri, also er ist zwar nicht der erste Sohn, aber er hat so die höchste Position von allen, die unter Big Mom stehen, und er könnte halt dieser Twist sein, dass man halt irgendwie dann, also Marco hatte ja auch mal versucht, mit Big Mom zu reden, weißt du, und einen gemeinsamen Plan in die Wege zu leiten, und Katakuri, den könnte man halt echt, also da könnte ich mir eine richtig coole Interaktion mit Ruffy vorstellen, dass es da noch irgendwie eine, ja, wie so ein, vielleicht auch so ein ganz, ganz kleines Tech-Team-Ding gibt, weißt du, boah, das wäre auch sehr, sehr cool. Aber ist wahrscheinlich auch einfach nur mein Fanherz, was da irgendwas wünscht. Das ist auf jeden Fall dazu. Ja, aber Katakuri mega. So, ich nehme mal den nächsten, ne? Ja. Oder hast du jetzt noch was dazu? Also der nächste ist, also Freunde, der nächste 2021, wie gesagt, da sind für mich Kusan und Ace und Smoker und so, das sind alles sehr, sehr wahrscheinliche Optionen. Ich muss sagen, der nächste Charakter ist nicht zu wahrscheinlich, aber ich wünsche es mir einfach, also so, dann lasst mich. Und zwar Enel. Enel, Comeback in One Piece.
Und zwar, das Motto ist eigentlich, weißt du, man kann bei allen argumentieren, so Smoker-Zusammenhang zu Vegapunk, Vegapunk steht an, Kusan, wegen Blackbeard, wo Blackbeard die nächste Baustelle nach war, nur Kuni und so, weil die anderen Kaiser abgehandelt sind. Man hat bei allen eine gewisse Argumentationsgrundlage. Bei Enel ist meine Argumentationsgrundlage ganz einfach, entweder jetzt oder nie. und zwar, wenn Wano Kuni vorbei ist, dann gehen wir in den finalen Zug Richtung Blackbeard, weil Shanks wird in gewisser Weise eine andere Abhandlung finden. Und alles, was man dann noch hat letztendlich, ist das letzte Road-Poneglyph, Raftel, Blackbeard und die Weltregierung in dem Sinne. Also, ne, das ist so der finale Zug. Und ich meine, da sprechen wir in einer sehr, sehr krassen Verkettung von Ereignissen, die auch alle irgendwie auf ein bisschen aufeinander passieren. Das heißt, das finale oder das letzte verschollene Road-Poneglyph wird natürlich irgendwie einen Zusammenhang haben, dass es auch einen Gegner gibt, der sich auch darum bemüht. Also Ruffy wird nicht auf irgendeine Insel kommen, dann das Road-Poneglyph sich sneaken und dann hat er alle vier Road-Poneglyph und er wird da keinen einzigen Gegner gehabt haben oder so. Sowas wird nicht passieren. Und ich meine, es ist so krass verkettet, das heißt, wenn Enel jetzt nicht auftritt, dann ist es fast schwierig, so irgendwie sein Comeback überhaupt umzusetzen, ohne dass es irgendwie random wirkt, weißt du? Also es wäre halt total lächerlich, wenn so der finale Krieg läuft, keine Ahnung, Weltregierung steht der riesen Strohflotte gegenüber oder sowas und dann kommt auf einmal so ein Enel mitten ins Kampfgeschehen. Das wäre halt viel zu random und damit man das irgendwie gut argumentieren kann, fände ich ein baldiges Enel-Comeback schön. Also, na, bei Enel, also ich bin da absolut nicht für, dass er da irgendwie nochmal auftaucht. Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist in der Tat, dass man so diese, wir hatten ja diese interessante Cover-Story zu Enel, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Inhalt bekommt, ja? Was diese antike Wandmalerei und sowas, was man da vielleicht, jetzt nicht Comeback physisch, dass er da mitten im Geschehen, ich meine, aus welchem Grund auch, ich meine, Enel als Charakter ist eigentlich abgeschlossen, der hat eigentlich eine sehr starke overpowerte Teufelsfrucht oder selber meinte, es gibt aber viel krassere Leute in der neuen Welt. Und ich weiß nicht, wo ich Enel hinpacken soll. Also, was hätte Enel für ein Ziel, wenn er einfach zurückkämen würde? Nehmen wir mal an, ihm wäre langweilig auf dem Mond. Er würde runter, vielleicht hätte er Interesse an dem Blaumeer, ja. Ruffy hat ihm das ja damals so erklärt, dass er König des Blaumeeres wird. Ja, vielleicht will er sich ja rächen oder sonstiges. Dann ist er da unten und in der neuen Welt wird er dann eigentlich von einem relativ starken, eigentlich auch relativ schnell aufs Maul bekommen. Ich weiß es nicht. Also ich finde auch diesen Wunsch, dass er da vor der Weltregion dann auftaucht und dann zu den fünf Weisen und Tenryubito oder Imsama sagt, nee, ich bin jetzt ein Gott oder sowas. Wäre so Fanservice-technisch, wäre das geil, gar keine Frage. Aber Enel ist halt dementsprechend, es hört sich natürlich jetzt ein bisschen komisch an, aber er ist dementsprechend zu schwach. Also er ist einfach zu schwach, um sich da jetzt vor Imsama zu stellen und zu sagen, ich bin hier ein Gott oder sowas. Ich denke, so ein Imsama oder die fünf Weisen, die machen kurz einen Prozess mit Enel. Also, kann ich mal kurz reingrätschen? Ja, klar. Weil dann, also, ja, das ist ein guter Punkt, dass man da jetzt mal kurz drüber reden kann. Also ich muss sagen, bin ich bei dir, einen Enel vor den fünf Weisen, so dieses Auftreten, was Shanks hatte, so nach dem Motto, ich spaziere da jetzt mal rein und erzähle euch mal was, das kann ich mir für Enel auch nicht vorstellen. Also für mich die Argumentationsgrundlage ist, ein Enel-Comeback kann man machen und ich fände das auch irgendwie cool, weil ich Enel mag, aber das ist halt dieser Punkt, was ich sagte, entweder jetzt oder nie, damit es überhaupt noch Sinn ergeben kann, damit oder überhaupt eine Story knüpfen kann, die in irgendeiner Weise Sinn macht, aber auch dieses so fanmäßige, ja, Enel kommt und tötet den oder macht den und den fertig, macht einen Kaiser fertig oder keine Ahnung, was es da alles für wilde Theorien gibt oder auch, wie gesagt, vor Imsama, das glaube ich auch nicht. Also das halte ich für so ein, ja, das ist, keine Ahnung, das wird ja so random, als ob man so das nächste Panel aufschlägt und dann so einen toten Shanks direkt so. Ich muss halt sagen, bei Enel, die einzigen zwei Sachen, die ich mir wirklich für Enel noch vorstellen kann, ist einerseits, wie ich eben gesagt habe, diese Vertiefung der Wandmalerei, die Geschichte, die antike Geschichte und so weiter, diese Verbindung, die man da mit dem Mond vielleicht ziehen könnte natürlich. Und auf der anderen Seite, vielleicht, das wäre schon ziemlich krass, aber dass, wenn Enel zurückkämen würde, dass er dummerweise vielleicht direkt auf Blackbeard trifft und er klaut ihm die Teufelsfrucht oder sowas, da könnte man mit dieser Frucht vielleicht noch arbeiten, aber ich persönlich sehe ein generelles Comeback, wo Enel nochmal einen zentralen Punkt spielt oder sowas, sehe ich absolut nicht. Ich wüsste auch nicht, wohin damit. Oder sagte One Piece, will er in 5 Jahren, wahrscheinlich in 7 bis 8 Jahren zu Ende bringen, Enel da nochmal mit reinpacken. Puh, ich glaube, das wird echt schwierig.
Naja, also wie gesagt, das ist halt für mich auch eher so, ich hatte ja eben gesagt, ich habe zwei Charaktere, einen wahrscheinlichen, einen unwahrscheinlichen Smoker, der wahrscheinliche Enel, wie gesagt, eher der unwahrscheinliche, aber ich muss sagen, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich finde, so ein Enel-Comeback, das kann auch cool sein. Also, das ist halt, wie gesagt, ich fände es auch nicht cool, wenn er so einen Auftritt hat, so mäßig so, ja, ich bin jetzt hier ein Gott und stellt sich so vor so einen ultra krassen Charakter oder so. Sowas klingt auch so unrealistisch, aber in irgendeiner Weise sein Comeback gilt halt für mich entweder jetzt oder nie, weil, wie du auch schon sagst, oder geht halt in die finalen Züge, es soll noch 5, 6 Jahre vielleicht gehen, dann ist es halt so random, wenn Enel in 4 Jahren im finalen Krieg irgendwie auftaucht, so, weißt du, dann brauche ich den auch nicht mehr, so. dann hat sich das auch erledigt. Ich habe noch welche. Du hast noch welche, ne? Zwei, ja, ich habe auch noch einen. Hab ich okay. Noch. Wie viel hast du noch? Wie viel hast du noch? 2 Stück. Einer, okay, der geht eigentlich relativ schnell und der andere ist eigentlich, so nebenher. Okay, ich würde eigentlich mal sagen, Kuma, aber wirklich als Kuma. Ein Comeback als Kuma, also nicht als Pazifist, das Cyborg, sondern dass er seine Persönlichkeit wieder hat und dass er wiederkehrt. Grund dafür ist einfach, er hat seine Teufelsfrucht noch, das heißt, Kuma ist nicht tot, also er hat wirklich noch seine Teufelskräfte. Ja, Doflamingo sagt ja auf Marineford, er ist gestorben, was aber nicht sein kann, weil er die Teufelskräfte noch hatte. Und der hat er auf Marineford noch eingesetzt. Deswegen, Kuma wird da irgendwo noch drin sein. Und wenn es vielleicht möglich ist, dass Vegapunk auch mit der Revolutionsarmee zusammenarbeitet, dann wird der ihn nicht töten oder sowas. Ich denke, generell gibt es da auch einen tiefer gehenden Grund, warum Kuma sich dafür auch bereit erklärt hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kuma als Kuma in der Tat noch zurückkehrt. Es gibt ja sogar eine sehr interessante Theorie, die fand ich eigentlich immer ganz cool, dass Kuma aktuell sogar schon am Start ist und sich bei den Tenryubitus da so zur Schau stellen lässt, dass er da als Sklave gehalten wird und dass er da undercover mehr oder weniger unterwegs ist. Das wäre schon eine ziemlich krasse Sache, dass er dieses ganze Leid ertragen würde und das alles so mitkriegt, dass er das aber Ganze so spielt. Aber vielleicht auch gerade deswegen das Bewusstsein rausnehmen, weißt du, als Maschine fühlt keinen richtigen Schmerz mehr. Ja. Aber zeichnet alles auf oder so. Aber also das so mit Kuma meine kleine Sache. Und zum Schluss, ich werf den einfach mal in den Raum, ja. Ne, warte. Erstmal noch kurz zu Kuma. Ja. Finde ich cool. Vor allen Dingen, man muss auch einfach mal sagen, so weit wie Vegapunk ist, ich meine, das komplette Bewusstsein von Kuma ist weg. Er hat auch auf Ivankov hat er dann angegriffen und sowas. Aber hat er irgendwo auf der SD-Karte kopiert oder so? Wollte gerade sagen, aber so doof es klingt, bei Vegapunk, da wäre es auch überhaupt nicht random, sondern es wäre ganz normal argumentierbar, dass Vegapunk einfach sagt, ja, ich habe sein Bewusstsein halt auf irgendwas geladen, weißt du, und packt ihn das wieder rein und dann so, hier habt ihr euren Kuma wieder, so, viel Spaß. Also, natürlich anders verpackt und anders dargestellt, aber auf jeden Fall möglich. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, Kuma ist, ist für mich zu gut, dass er so leiden muss und das sein Ende ist. Weißt du? Also, dass das Ende seiner Storyline ist, dass er da als Sklave gehalten wird und so auch zugrunde geht, das hat der Charakter nicht verdient. Also von daher, ich hoffe auch auf was Besseres für Kuma, ja. Dann machen wir noch deinen letzten. Ja. Last but not least, ja, Jin. Glaubst du, der kommt mal wieder? Ich meine, er sagt ja, wir treffen uns wieder. Glaubst du, Jin wird nochmal hier ein Comeback feiern? Oh, wahrscheinlich nicht nächstes Jahr. Du erstmal, ich musste gerade noch mal kurz eine Minute überlegen. Ja, es ist ja so, also Leute, oh, er ist nicht Husu oder so, ne? Das direkt mal vorweg, das kann nicht sein, allein schon wegen der Haarfarbe. Aber Jin ist ein Charakter gewesen, der von Anfang an gesagt hat, ey, wir treffen uns wieder, also wir sehen uns auf der Grand Line. Bisher ist es noch nicht passiert, ja? Also es hat Oda ihn vergessen oder wird er doch noch kommen? Also das ist so ein Charakter, der hier möglicherweise vielleicht noch ein Comeback feiert, vielleicht erst ganz zum Schluss oder so. Deswegen habe ich ihn auch ganz am Ende. Aber Jin ist so ein Thema, das stirbt, glaube ich, nie aus, wenn es darum geht, Comebacks zu feiern. Ja. Also. Würde ich auch jetzt nicht so breit treten, aber ich wollte ihn einfach mal erwähnen. Würde ich auch nicht so breit treten, denn schließlich brauche ich auch Bilder zur Untermalung. aber Jin, also ja, es ist schon fast zu lange. Also, ich meine, wenn man am Ende in einer finalen Schlacht wirklich sagt, okay, alle kommen wirklich nochmal zusammen, wirklich jeder, der irgendwie sich gegen die Strohbande mal, oder also ich wirklich jede Rasse, Riesen und Tontata und alle Fischmenschen und sowas kommen und helfen dann in einer finalen Schlacht, dann könnte ich mir vielleicht so einen random Jin-Moment auch noch vorstellen, dass der auch noch mit von der Partie ist. Aber das, wenn dann wirklich so alle Charaktere irgendwie mal zusammenkommen. Aber nee. Also es ist, ich würde die Wahrscheinlichkeit eher Richtung Nein tendieren als Richtung Ja. Mhm.
So. Kommen wir dann auch zu meinem letzten Charakter. Ach, was soll denn? Einen habe ich noch. Eine Kleinigkeit. Und zwar Shanks. Ja, Leute, der kommt. Was gibt's da noch zu sagen? Ich glaube, Shanks kommt ja immer mal wieder ganz kurz vor so 1,5 Milliarden Kopfgeld-Reveal. Er sagt kurz, er kommt. Mary Jo tritt kurz auf. Kid sagt, er hat ihn den Arm abgeschnitten und sowas. Oder halt die Shanks-Piraten waren dafür verantwortlich. So kurz kommt er immer mal wieder vor, aber ich glaube, seinen richtigen Auftritt wird er auch Richtung 2021 haben. Ja, also Shanks ist auch wahrscheinlich ganz klar. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren, Shanks ist halt ein Charakter. Vollständigkeit halber, bevor ich hier irgendwelche wütenden Kommentare lese. Shanks kommt. Wie kannst du den und den vergessen? Genau. Leute, zum Abschluss eine kurze lustige Szenerie. Ich finde, wir One Piece-YouTuber finden das immer sehr, sehr lustig, wenn man bewusst einen Aspekt weglässt, weil man denkt, dass es mehr als offensichtlich ist, dass jeder einzelne Zuschauer daran denkt und das schon für sich abgespeichert hat und das Kommentar damit anfängt, du hast vergessen, das und das zu nennen, obwohl man sich vielleicht bewusst dagegen entschieden hat. Das ist auf jeden Fall lustig dazu. Leute. Das waren die Charaktere, die höchstwahrscheinlich oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 2021 ihr Comeback feiern. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall beim guten Kage vorbei, ist natürlich oben in der Beschreibung verlinkt. Und ich bedanke mich fürs Zuende-Schauen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welche Charaktere ihr euch für das nächste Jahr vorstellen könntet, welche ein Comeback feiern vielleicht, auch welche, die nicht in diesem Video genannt wurden. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich bedanke mich fürs Zuende-Schauen. Haut rein, Leute. Ciao.